Im heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich wieder auf einem Rich Server. Es sind so krasse Pets auf diesem Server. Seid gespannt, ob wir irgendwelche coolen Trades bekommen oder ob ich einfach komplett reinjoke. Vergesst natürlich auch nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Verlosungen und Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, ich bin gerade auf einen Rich Server gespawnt. Jetzt hätte ich beinahe nicht rausgebracht, was ich sagen wollte. Und wir gucken einfach mal, ob wir für unseren neuen Frost Dragon, den ich erst getradet habe, Leute, erst heute Vormittag, ob wir coole Offer bekommen oder nicht. Theoretisch hätte ich auch noch eine Crow oder wir gucken einfach mal, was alles auf dem Rich Server los ist und ob wir richtig gute Offer bekommen werden. Dann sind wir in der Mitte angekommen und hier ist schon jemand mit einer Crow. Hier haben wir einen Neon Frost Fury. Hier haben wir jemand mit einer Chinese Lantern. Hier haben wir einen Neon Turtle. Trade Buffalo for YouTube. Warum machen die Leute das? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott. Hier ist eine Mega-Giraffe. Oh mein Gott, und ein Mega-Frost. Das ist einfach zu krass. Hier ist ein Neon-Shadow. Oh mein Gott, und sie hat ein Diamond-Unicorn. Oh mein Gott, das ist mega krass, Leute. Oh Gott, da ist eine Mega-Crow. Ich befürchte, dass ich mit meinem Frost-Dragon hier einfach auf taube Ohren stoßen werde. Wir machen trotzdem mal unsere Trades an und gucken einfach mal, ob wir irgendjemanden finden, mit dem wir traden möchten. Eine Ewigkeit später. Dann haben wir den allerersten Trade von Icy Emeralds 333. Sie bietet eine Golden Red, ein Neon Unicorn, eine King Bee und eine Shrew. Oh mein Gott, Shrews sind mega krass, Leute. Aber ich hätte gesagt, das ist mir nicht genug. Oha. Jetzt kriegen wir ein paar Trades, Leute. Corn Dog Gramsauce bietet einen Parrot. Oh mein Gott, das ist auch ein cooles Angebot, Leute. Wobei ich persönlich glaube, dass der Parrot zwar viel wert ist, aber Leute, keinen Frost Dragon. Zumindest für mich nicht, Leute. Ich habe einen Neon und das möchte ich nicht machen. Ich glaube, für einen Frost Dragon kann man bessere Offer definitiv bekommen. Der nächste Trade ist von GabaGabo13 und er oder sie bietet einen Panda, einen Flyride T-Rex, eine Flyride Kitsune, Flyride King Bee, Flyride Guardian Lion und ein Traveling House. Das ist es definitiv auch nicht wert, Leute, denn nee. Ich hab nur einen, Leute. Ich habe ja meinen Neon Frost Dragon, aber ich habe nur einen einzigen und wenn ich keine coolen Trades bekomme, dann werde ich ihn definitiv behalten oder mit euch dann gemeinsam in einem Livestream traden. Der nächste Trade ist von Pandamandan0404. Sie bietet eine Crow, einen King Monkey, einen Drachen, eine Ladybug, ein Hovercar, ein Lunar Muscle Car, einen Turkey Plush, ein Cracked Egg und eine Space Grappling Hook. Wenn die Ads ein bisschen cooler gewesen wären, Leute, dann hätte ich das sogar gemacht, denn ich habe noch keinen King Monkey. Aber die Ads fand ich persönlich nicht so krass, deswegen möchte ich es nicht machen. Hier ist eine Giraffe. Oh mein Gott, hier ist eine Trade Giraffe for Shadow Dragon or Bad Dragon and add or good offers. Nee, Leute, macht das bloß niemals. Ein Shadow Dragon ist definitiv mehr wert wie eine Giraffe. Das heißt, wenn ihr einen Shadow Dragon für eine Giraffe gibt, dann muss derjenige definitiv noch adden, nicht ihr. Das heißt, macht das bloß nicht, bitte. Der nächste ist Artio Mlillik. Und er bietet einen Golden Dragon. Oh mein Gott, Leute, das ist so under. Ich finde gar keine Worte, ehrlich gesagt. Okay, wir haben jetzt der vermeintlichen YouTuberin eine Anfrage geschickt und sie hat sie angenommen und sie möchte den Buffalo traden und wir versuchen, den Buffalo für einen Otter zu bekommen, denn Leute, genauso, das ist ungefähr das Wert. Ich hätte gesagt, ein Buffalo ist weniger wert als ein Otter, aber das probieren wir einfach mal. Und als ob
sie uns jetzt nicht mal den Otter geben möchte, sondern einfach nur ein Soda-Jew-Toy und einen Sun-Balloon. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wenn sie jetzt eine YouTuberin gewesen wäre und irgendwas Krasses gemacht hätte, dann hätte sie den Trade einfach gemacht, um irgendwie ein anderes Pet weiter zu traden. Fallt bloß nicht auf solche Leute rein, die immer reinschreiben, sie machen irgendwas für YouTube, denn meistens ist das einfach komplett gelogen. Oh mein Gott, Leute. Hier ist ein mega Neon Arctic Reindeer und ich frage mich gerade, ob sie dieses Mega Arctic Reindeer traden würde. Ich frage mich gerade für was, aber ich krieg sie trade. Oh mein Gott, ich möchte gerne offern, Leute. Dragon, ich biete meinen Shadow Dragon und oh mein Gott, Leute, das ist mega cool. Ich hätte es wirklich wahnsinnig gerne, aber ich glaube, ich bin da immer noch mega under. Das heißt, wir nehmen noch ein Christmas Egg. Oh mein Gott, ich bin... Nein, sie hat declined. Ich hatte noch geaddet. Okay, mein Problem ist immer bei solchen Sachen, ich trade eigentlich immer nur über Twitter oder über irgendwo anders, denn ich bin einfach immer viel zu langsam mit dem Adden. Und oh mein Gott, Candy. Was sollte ich denn? Ich möchte unbedingt die Candy haben. Denn, Leute, ich habe hier Princess, aber ich hätte gerne noch mehrere. Die Frage ist, was ich ihr biete dafür. Bieten wir ihr eine Crow? Das ist Damon. Okay, wartet kurz. Das ist Midnight. Ist es das wert, eine Crow? Für die kleine Candy und all das, was sie hier bietet. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie ist ein bisschen under. Denn eine Crow ist mittlerweile relativ viel wert. Wir gucken einfach mal, was sie macht. Denn ich hätte wahnsinnig gern ein weiteres Diamond Unicorn. Das wäre so cool. Aber die Diamond Unicorns sind im Moment noch relativ viel wert, Leute. Aber das Problem ist, es wird einfach, je länger die Diamond Unicorns draußen sind, einfach immer weniger wert werden. Und deswegen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich wünschte, dass ihr jetzt mir sagen könntet, ob ich den Trade machen soll oder nicht. Ich traue mich nicht. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, hätte ich den Trade machen sollen, ja oder nein. Ich persönlich glaube nein. Von daher... schreibt mir in die Kommentare, ob das eine gute Lösung war, dass ich den declined habe, den Trade. Dann haben wir noch einen Trade bekommen von Fatimha6666. Er bietet eine Waterwalking Potion. Die ist im Moment ja der letzte Schrei. Die will irgendwie im Moment jeder haben. Ich persönlich leider nicht. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich weiß nicht, was ich damit machen sollte. Deswegen tut es mir sehr, sehr leid. Ich habe hier gerade irgendwo ein Neon Unicorn gesehen. Hier, do you have a normal frost? Ach so, sie möchte das gegen den Parrot traden. Ich hätte gerne das Neon Unicorn. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich irgendwas habe, was ich hergeben möchte für das Neon Uni. Okay. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein mega Neon Parrot. Der ist ja mal der absolute Oberknaller, Leute, oder? Ich würde wahnsinnig gerne für diese Giraffe opfern, aber er möchte die nur für einen Shadow Dragon hergeben und das mache ich auf keinen Fall. Und da ist eine Neon-Giraffe. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh mein Gott, Leute, da ist eine Neon-Giraffe. Ich möchte opfern. Bitte lass mich opfern. Bitte lass mich opfern für deine Neon-Giraffe. Oh Gott, bitte. Ein paar Sekunden später. Ich möchte... Nein, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, Leute, wir dürfen opfern. Wir dürfen opfern. Wir nehmen das hier. Dann nehmen wir ein Jungle Egg. Oh Gott, Leute. Ein Farm Egg. Oh mein Gott, ich hab... Nein! Ich hab noch geaddet. Bitte, lass mich doch offen. Okay, Leute, ich habe ihn gerade gefragt, was er möchte. Er spricht leider weder Deutsch noch Englisch. Er möchte eine Mega Crow. Die kann ich ihm leider nicht anbieten. Das ist so schade, Leute. Ich hätte sie so unfassbar gerne. Es sieht so unfassbar gut aus. Ich meine, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Vielleicht darf ich irgendein Mega-Pet traden. Wir probieren es einfach, Leute, indem dass wir die Mega-Pets anbieten, die ich habe bis jetzt. Aber ich glaube nicht, dass er unseren Trade-Request nochmal annimmt. Nein, er ist jetzt in einem Trade.
Oh mein Gott, Leute, hier ist jemand mit einem Mega-Unicorn. Ich würde wahnsinnig gerne opfern für das Mega-Uni. Oh mein Gott, okay. Lass uns mal ganz kurz opfern für dieses Mega-Unicorn. Wir bieten Neon-Dodo. Was könnten wir denn noch bieten? Wir könnten noch ein Farm-Egg bieten. Nein! Okay, declined the trade. Okay, ich bin einfach zu langsam, Leute. Da kann ich nichts tun. Ich bin einfach zu langsam. Ich wollte erst die Neons adden und dann mal gucken. Aber okay, das ist... Dann hätte ich auch gesagt, war es das mit dieser Folge von Roblox Adopt Me auf einem Rich-Server. Ich habe tatsächlich noch mehr Footage, Leute. Ich war so unfassbar lange auf diesem Server, aber ich hätte gesagt, das war es erstmal mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!